Kannst du mir einen Trick zeigen? Ja. Ich heiße Ayas Ausmann, bin 23 Jahre alt. Ich bin Arton Ferrati, bin 20 Jahre jung. Ich spiele bei Dynamo Dresden, habe die Rückennummer 11 und spiele im Mittelfeld. Ich spiele bei SC Germania Erfstadt Lechenich, Mittelfeld, und ich trage die Nummer 11. Ich bin seit 1998 in Deutschland, bin Kurde aus Syrien. Komme gebürtig aus dem Kosovo, lebe seit 1998 in Deutschland. Meine Mama hat damals auch einen Sprachkurs gemacht, Deutsch. Mein Papa hat ja gearbeitet und so. Mein Papa kann sehr gut Deutsch. Ja. Meine Mama kann relativ gut Deutsch. Also bei meinen Eltern ist es genauso. Das finde ich auch gut, weil ich will auch, dass meine Eltern sich mit meinen Freunden verständigen oder generell. Die Sprache ist halt auch sehr wichtig für den Alltag, weil ohne diese Sprache kommt man echt nicht weiter. Und Integration heißt jetzt nicht so, dass man das direkt lernen kann. Integration heißt jahrelang und man muss das wirklich üben, üben, üben. Und jeder hat das Recht auf Asyl. Und so soll das auch bleiben, so, weil ich finde, keiner verlässt seine Heimat einfach ohne Grund. Und hast eigentlich Verwandte, die so in den letzten Jahren auch nach Deutschland gekommen sind, ja, die geflüchtet sind von Syrien. Ja klar, mein Papas Brüder. Wenn du neu nach Deutschland kommst, glaube ich, nicht so einfach, wenn du die Sprache nicht kennst. Wenn du für deine Mama was holen solltest, einkaufen oder so, wusstest nicht mal, was das heißt und so. Und war schon nicht so einfach. Bei mir war ja relativ spät eigentlich mit Schule. Davor war ich ja immer so im Jugendzentrum. Dann irgendwann, wo ich gedacht habe, jetzt traue ich mich in die Schule und so, dann bin ich mit meinem Bruder, meinem Großen, in die Schule gegangen. Da habe ich auch jemanden kennengelernt. Mit dem habe ich heute noch Kontakt. Der war echt super. Der hat mir auch viel geholfen und so. Ich habe viel so mit Handzeichen gemacht und so. Und dann hat er es mir erklärt. Also das ist das und das ist das. Ja, ich meine, die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, die haben schlimme Sachen erlebt. Und wenn du denen das Gefühl gibst, dass die hier jemand haben, der denen hilft und so, dann ist das, glaube ich, für die auch einfacher. Aber man muss sich an Spielregeln halten. Wie beim Fußball. Ja, genau. Das ist das beste Beispiel. Wenn man sich nicht dran hält, dann spielt man halt nicht.